das? Recording in progress. Das ist so dieser Satz, den hört man ständig, wenn man Zoom anmacht und aufzeichnet. Ich darf hier begrüßen. Zum Austausch für die Referenten, für die kleine Volition diesmal. Und da haben wir den Armin Hubald da. Grüß dich, Armin. Hallo. Armin Oliver da. Grüß dich, Oliver. Hi. Wir haben die Astrid da. Grüß dich, Astrid. Hallo. Mara ist da. Hallo, Mara. Grüß dich. Hallo. Und ja, Ela, ich grüße dich. Schön, dass du es doch geschafft hast. War wieder ein bisschen kurzfristig, was wir gemacht haben, aber es liegt in der Qualität der Zeit gerade. So, die kleine Volition ist diesmal eine absolute Premiere. Es ist ein kleiner Event für die Kleinen, zur Altersgruppe 6 bis 12. Wir haben damals den Impuls von der Jana Iger aufgegriffen, die Kleinen da nicht außen vor zu lassen. Und das wurde damals auf der Bühne im November ganz spontan von uns entschieden, dass wir gesagt haben, okay, dann probieren wir das. Und ich darf sagen, das war jetzt, was die Logistik betrifft und alles, was im Hintergrund da zu machen ist, damit die Kleinen da auch voll auf ihre Kosten kommen, schon ganz schöne Herausforderung, darf ich sagen, ja. Das wird also in parallel in den Räumen ablaufen und dort gibt es dann verschiedene Wirkkreise. Wir haben uns ganz explizit dazu entschlossen, das nicht Workshop zu nennen, sondern Wirkkreis. Und ich finde diesen Ausdruck gut, das muss ich mal ganz klar sagen, weil das etwas ausdrückt, was auch so im Sinne des Volitionsgedanken ist. Und 14.04. bis 16.04., da wird von Samstag und den Sonntag hindurch dann also die verschiedensten Themen werden da angeboten. Und ich fange heute mal mit dem Armin an, weil der Armin, der war noch gar nicht bei irgendeinem Referentenaustausch dabei. Armin, du machst was mit Lach-Yoga und du bist berufen, ein Clown zu sein. Ist das richtig? Das ist richtig, genau. Armin, erzähl mal so ein bisschen, was du da so machst an dem Wochenende. Ja, ich darf ja zwei Sachen machen. Ich darf einmal den Tag beginnen, den Samstag und auch den Sonntag mit dem Lach-Yoga, Okay. der sich eigentlich an alle richtet, sowohl an die Kleinen als auch an die Großen, Ja. wo wir alle sozusagen spielerisch in den Tag starten können, mit lustigen Übungen, mit Lachen ohne Humor, ohne nachzudenken, sondern einfach loslachen. Ja. Weil Lachen ist ja im Prinzip auch nichts anderes als Ausatmen mit Geräusch. Und ne, wenn wir dann wirklich diesen ganzen alten Mist ausatmen durch das Lachen, ha, können wir die frische Luft einatmen und ja, wunderbar. Und Ja, voll ich das lebe ja auch an der Nordsee und wir machen dann zum Beispiel auch Lachmöwen, die laden wir mit ein. Und ja, Lachmöben. Lachmöwen. Kenne ich nicht. Ja, die wirst du kennenlernen. Also beim Lach-Yoga hast du halt ein bisschen spielerische Übungen. Du kannst Tiere nachmachen und ja, durch die Gruppe, ne, irgendeiner fängt an zu lachen, das wirkt dann halt ansteckend, positiv ansteckend. Ne, das ist ein bisschen verpönt mittlerweile, dieses Wort, aber anstecken, wir lassen uns inspirieren durch die anderen, durch das Lachen und kommen sozusagen dann auch leichter ins Lachen Also und ich bin mir können sicher, so. dass das absolut lächerlich Ja, wird. genau, es wird absolut lächerlich. Und ja, so kommen wir einfach auch leichter in den Tag. Ja. Belebt und frisch. Und dann darf ich am Sonntag auch noch mit den jungen Menschen ein bisschen in die Clownswelt einsteigen, Okay. wo, ja, wo es auch ein bisschen um Wahrnehmung geht. Weil der Clown, die Nase, die kleinste Maske der Welt, die schult einfach deine Wahrnehmung. Du hast dadurch eine ganz andere Wahrnehmung. Und kommst auch ganz anders in den Ausdruck. Weil du der Verkleidet bist, traust du dich manche Sachen mehr. Und wie erzählt der Clown eine Geschichte? Erzählt er die klein und fein? Oder aber ganz groß, ganz laut, ganz begeistert? Und das möchte ich mir ein bisschen mit den Kindern erfahren. Also da bin ich mir sicher, dass das ein sehr, sehr, also das hat schon so einen Transformationsgedanken so ein bisschen, oder? So, dass man von. Ja, aber auch selber spüren, wer bin ich? Ja. Wer bin ich? Wie möchte ich die Geschichte erzählen? Es gibt ja, auch wenn du die Clowns anschaust, also in der Clownswelt, es gibt Clowns, die sind leise, die sind poetisch. Und dann gibt es Clowns, die sind laut und radau und rabum, aber alles aus sich heraus. Ne? Und trau dich, du zu sein. Und wenn ich das auch gerne mit Kindern mache, es ist so für die Kinder auch oft herausfordernd, einfach nur da zu stehen und Applaus entgegenzunehmen. Ja. Ne? Einfach auf die Bühne zu kommen und erstmal zu sein. Komm erstmal an auf der Bühne. Und nicht schon beim Auftreten, guten Tag, ich bin der und der. Nein, komm erstmal auf die Bühne, stell dich hin. Sag dann deinen Namen, halte den Applaus aus, verbeuge dich und geh wieder. Das ist Nicht schon eine schlecht. ganz spannende Übung. Die Kleinen werden ja sowieso auf die Bühne kommen, da bin ich mir sicher. Nicht wahr, Oliver? Ja. Armin, ich danke dir erstmal. Sehr gerne. Oliver und die Mara, du bist die Assistentin, du machst da ein bisschen im Hintergrund mit, hat man mir so geflüstert.
Ja, ich werde Oliver unterstützen. Ja. Wir haben uns also überlegt, weil die Mara macht ja das Thema Jugenddeutsch zum Aufwachen, also auch das Thema Sprache. Und das Spiel geht ja um Sprache. Und das Spiel spielen wir über 3 Tage. Aber zunächst mal, Armin, bei dir möchte ich auch gerne dabei sein. Das möchte ich auch gerne mitspielen. Gerne. Und unser Spiel, das heißt, guck mal hier, so wird das dann aussehen. Okay. Ich höre was, was du nicht, nee, ich sag, ich höre was, was du nicht sagst. Aber in ganz groß dann, das werden wir dann aufhängen. Und in einem Heißluftballon, da kann man ja alles hören. Wenn man in einem Heißluftballon fährt, über ein Dorf oder einen Ort, dann hat man ja absolute Stille und hört alles, was am Boden passiert. Ja. Das war die Idee für diesen Heißluftballon. Und da geht es darum, eben das Ohrbewusstsein zu schärfen. Also was sagen die Menschen und was meinen sie? Was höre ich und was sagen sie eigentlich wirklich? Okay. Das üben wir ja alle schon eine ganze Zeit. Ein ganz einfaches Wort ist zuhören. Ne? Zuhören statt hinhören. Ja. Oder das kannst du ruhig zugeben oder erlauben. Ja? Und so gibt es so Unterschiede. Und ja, wir haben so unterschiedliche Sprachen. Die Kinder sprechen eine Sprache, die Jugendlichen eine Sprache, die Erwachsenen eine und die alten Menschen eine Sprache. Und die Mara, mit der habe ich mich teilweise unterhalten, die haut dann Sätze raus, die kann ich gar nicht verstehen. Ja? Und die Mara begleitet mich eben, weil das Spiel eben über das ganze Wochenende läuft. Also bist du eine Art Dolmetscherin, Mara. Ja, ich versuch's. Ich werde die Ja. Brücke nehmen. Genau. Ja, und Mara ist dann die Brücke zwischen den Kindern, den Jugendlichen und den Erwachsenen, die da. Okay. Das ist eine ziemliche Aufgabe, Mara. Ich danke, ja, aber naja, wir werden sehen, was daraus wird. Okay, bin auf jeden Fall mal gespannt. Du hast ja sowas angedeutet, dass dann der gesamte Event hinweg von kleinen Spionen irgendwie immer wieder beobachtet wird, die dann dort ihre Ja, Beobachtungen machen, richtig? war dein Wort. Ich habe das gerne aufgenommen. Also Agenten. die Kinder bekommen solche Zettel, sowas. Und da schreiben sie jetzt dann oben drauf das, was sie gehört haben. Und dann diskutieren sie mit ihren Eltern, mit Erwachsenen oder Ja. unter sich. Was ist denn da eigentlich tatsächlich mit gemeint, sodass du denn hier stehen hast, was wurde gesagt? Und hier steht dann, was heißt es denn wirklich? Okay. Und dieses, was hier wirklich steht, das wird dann das wahrscheinlich sein, was alle Generationen verstehen. Okay. Und das kleben wir dann nachher in einem anderen Maßstab natürlich, dann auf diesen Ballon, sodass dieser Ballon nachher ganz, ganz bunt wird und so, dass ganz viele verschiedene Dinge da stehen und wir uns daran erinnern, was unsere Sprache wirklich ist. Okay. Wunderbar. Bin mal gespannt, wie das einschlagen wird. Also einschlagen wird es, aber was da rauskommt, vor allem, bin ich mal gespannt. Weil, wie gesagt, das kannst du ja eigentlich gar nicht planen, ne? Das geht nicht. Nee, das kannst du nicht planen. Kannst du nicht planen. Und wir wollen für die Kinder eben da sein, dass sie uns Fragen stellen können, dass wir sie begleiten können, dass wir ihnen vielleicht auch zeigen, wo sie mal hinhören. Ja, so, also das Üben, dass es wirklich auch in den Alltag übergeht. Und da haben wir uns zusammengetan und wollen die Kinder wirklich über die 3 Tage dort begleiten. Die Das sich auch klingt die Referenten anhören, ja. ja, und die Ich Erwachsenen in den Pausen und so weiter. werde nichts mehr sagen. Danke, Oliver. Danke, Mara. Astrid, du Ja, hast auch einen hallo. Wirkkreis und dort geht es um Gestaltung, wenn ich das richtig einschätze. Naja, die Gestaltung ist ein Mittel zum Zweck. Also im Prinzip geht es wie bei den Erwachsenen auch, die Hinlenkung von außen, diese Aufregung, ja, dieses, was einen ständig fesselt, sich zuwenden zu sich selber. Und da benutze ich Spiegel. Benutze ich Märchen und ich verwende eben auch die Zeichnungen, die die Kinder für sich selber zeichnen. Das ist praktisch so diese Hinwendung, dieses Außen durchdringen, weil der Spiegel ist ja im Prinzip auch sowas, der blendet in dem Moment auch das Außen zu einer gewissen Hinsicht aus, wenn ich mich da drin betrachte. Ja. Und ich kann durch diesen Spiegel, durch diese äußere Betrachtung in mich hineintauchen. Ja. Und eben dann eben dieses Porträt von sich zeichnen, dass die Kinder sich selber zeichnen, dann eben zu sehen, was kann ich alles da drin entdecken, was kommt da so zum Vorschein, was ich eben mit Worten vielleicht gar nicht begrifflich machen kann. Ja.
Und die Märchen eben auch, die uns eben von unserer eigenen Geschichte, von unserem eigenen Leben erzählen. Und ja, diese Mittel verwende ich als Brücke eben auch, weil wir gerade vorhin die Brücke hatten, von dem Außen zuwenden zu sich selber. Da wieder den Blick und den, ja, das Augenmerk hinrichten und die Aufmerksamkeit. Das mache ich mit den Kindern und da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, da bist du auch genau die Richtige dafür. Ja, das merkt man jetzt ja schon an, da ist so, da kommt was, da ist so, das sprudelt schon so richtig. Also da dürfen, glaube ich, alle auch gespannt sein, was da für ein Ergebnis rauskommt, wenn man mal wirklich sich traut, sich selber zu zeichnen. Ich glaube, da gehört auch noch so ein, weiß nicht, also ich habe das mal versucht, aber da kommt bei mir so ein Strichmännchen kommt da raus. Naja, das ist wirklich, ich mache ja das unter W14 auch die Kurse für Erwachsene. Ja, und ja, das ist bei jedem, ja, bei den Kindern ist die Hürde noch kleiner als jetzt bei den Erwachsenen. Die Erwachsenen haben sofort, ich kann das nicht. Also entweder wenn es ums Foto machen geht, ich bin nicht fotogen, ich kann mich nicht fotografieren lassen, oder wenn ich mich selber zeichnen soll oder irgendwas zeichnen, ich kann das nicht, ich bin nicht kreativ. Das sind natürlich alles Prägungen und auch die Vorstellungen, die man von sich selber hat, die dann mit vielleicht kollidieren mit dem, was ich dann am Ende auf dem Blatt Papier oder auf der Fotografie sehe. Und ich meine, letztendlich ist dieses Hingeben, und das ist so unfassbar, selbst in einer Strichzeichnung, wie du sagst. Unfassbar. Du kannst, also es ist, es stimmt schon, also es ist fassbar, es ist faszinierend, es ist begeisternd, was man da alles rauslesen kann. Und mit ein bisschen Übung kriegt dann jeder für sich selber eben auch den Blick, der eigene Übersetzer zu sein. Okay. Astrid, so. Ich danke dir. So, ja. Zu guter Letzt haben wir noch die Jaela noch einmal dabei. Jaela, ich möchte dir erst einmal von meiner Seite ein ganz recht herzliches Dankeschön aussprechen, dass du es möglich gemacht hast, dass du mit deiner Geschichte da bei uns vor Ort sein wirst, weil ich einfach der Meinung bin, dass das eines der wichtigsten Themen ist, was die Kleinen betrifft. Ja, wir haben, also ich darf das aus der eigenen, ich kann das immer nur wiederholen, aus der eigenen Erfahrung raus erstmal beschreiben, auch mit der Tochter. Wo das wirklich innerhalb von kürzester Zeit bei der Kleinen erlernt wurde, wie man mit dem Sehen ohne Augen praktisch tatsächlich, also ohne die Augen zu benutzen, sehen lernen kann. Und das war für mich damals auch ein Moment, wo ich gedacht habe, der absolute Wahnsinn. Und das sagst du ja nur deswegen, oder das denkt man nur deswegen, weil man ja noch nie irgendwas darüber gehört hat oder weil man nicht im Ansatz irgendwie geglaubt hat, dass so etwas tatsächlich funktioniert. Und das ist etwas, da kann ich nur sagen, also erstmal danke, dass du da bist. Danke, dass du dieses Wochenende auch auf dich nimmst. Das ist eine ganz schöne Strecke, die du da zurücklegen wirst mitsamt deinem Team. Und vielleicht magst du noch mal so ein bisschen über das Sehen ohne Augen sprechen. Und vielleicht, was mich noch so ein bisschen interessieren würde, du hast mit Sicherheit schon eine ganze Latte an Erfahrungen. Ja? Also viele Menschen bei dem, oder viele Kleinen vor allem wahrscheinlich bei dem Thema begleitet. Hast du in irgendeiner Form Rückmeldungen bekommen bezüglich Veränderungen? Und da würde mich interessieren, in welcher Art, ja, also was hat das verändert bei den Kleinen? Gut, also danke Michael überhaupt für die Gelegenheit, dass wir dabei sein dürfen. Also ich fühle mich wirklich sehr geehrt und ich finde, es ist der beste Augenblick, um das Ganze ein bisschen mehr in die Welt zu bringen und die Aufmerksamkeit auf das Sehen ohne Augen, weil das ist für mich Teil des neuen Menschen. Einfach ganz, ganz ins Alltag gesagt. Ja, also in unserer Methode geht es darum, dass die Kinder hauptsächlich mit geschlossenen Augen alles sehen, ja, und alles wirklich wortwörtlich sehen. Und es sind ja 10 Themen und wir machen mit den Kindern einfach entweder nur die erste Einheit oder die erste und die zweite Einheit, je nachdem, wie viele Kinder sich angemeldet haben. Und wir werden eben Samstag und Sonntag mit Ihnen sozusagen Sie begleiten und aktivieren. Und Veränderungen gibt es absolut an und für sich sofort, auch wenn Sie nicht einmal das Sehen geschafft haben. Weil das ist alles möglich. Jedes Kind darf es einfach schaffen in seinem Tempo. Ja. Wir hoffen natürlich, dass viele es in der ersten Stunde schon schaffen, aber bitte da keinen Druck, auf keinen. Und Veränderungen im Sinne von selbstsicher, von keine Angst mehr, von der Dunkelheit, von einem Kind, der schüchtern war und sich nicht geäußert hat, auf plötzlich reden wollen und mit Cousins zu sprechen, mit denen er sich nie vorher treffen wollte, von 3 Fünfer haben im Zwischenzeugnis und dann nach der ersten Einheit kann er einen 3er und einen 2er in Englisch und in Mathe schreiben. Solche Rückmeldungen gibt sofort. Weil das Ganze in unserer Methodik ist fokussiert wirklich
die Kinder mit Leichtigkeit und Freude durch die Schulzeit gehen zu lassen. Ja. Wie lange machst du das schon, wenn ich mal fragen darf? Du, ich habe das September 2016 in Mexiko gelernt und habe das Ganze eben ins Deutsche übersetzt und habe eben überhaupt die Methode nach Europa gebracht und habe eben das Ganze eben ins Deutsche übersetzt, 1,5 Jahre Einsatz und dann noch, das Englische war zwar schon übersetzt, aber ich durfte es noch korrigieren und die französische Version habe ich auch mit übersetzt und korrigiert. Okay. Also die Hauptsprachen Europas sind vertreten. Da darf man also auch sagen, dass gerade auch egal wo, also ob das jetzt Europa, Asien, Südamerika oder Amerika ist, also das ist auch so eine Geschichte, die sich über einen Impuls so langsam auch verselbstständigt, fortpflanzt. Ja? Also ich kann mich erinnern, dass ich da vor knapp 2 Jahren oder 1,5 Jahren ungefähr, 2 Jahre war es, glaube ich, kurz vor der C-Zeit, damit konfrontiert wurde und dann sofort gesagt habe, das muss ich ausprobieren, das muss ich wissen, ja, wie funktioniert das? Also ich bin da sofort drauf angesprungen und die Herrschaften, die das damals bei mir gemacht haben, die haben auch gesagt, also wir haben mittlerweile einen Zulauf, das ist so dermaßen gigantisch, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir anfangen sollen, ja. Und ich glaube, dass du mit deiner Einschätzung da absolut richtig liegst, dass das das neue Menschsein sein wird, ja, und dass daraus sich natürlich dann auch, ich denke mal, vor allem wenn man dann auch begreift, was dieses Licht ist innen drin, ja, wo es herkommt, ja, dass man dann einfach auch so dieser, ich möchte das Wort gar nicht benutzen, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein, dass man der Liebe, ja, tatsächlich damit einen Raum gibt, sich zu entfalten auf eine Art und Weise, die man so vielleicht nicht kennt, ja. Und ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege mit der Einschätzung, das wirst du mir bestimmt gleich bestätigen können, aber ich kann es nur nochmal sagen, liebe Leute, wenn ihr überlegt, auf die Volition zu kommen oder nicht und ihr habt Kleine dabei und ihr wollt ihnen dieses einmalige Erlebnis verschaffen, diesen Zugang zu kriegen, dann kann ich euch nur raten, packt eure Koffer, kommt da runter, Samstag, Sonntag ist die Aela dort und das ist ein, also man kann da nur gewinnen, mehr kann ich nicht sagen. Ja? Wenn ich noch ganz kurz was sagen, unsere Methodik hat 2 Vorteile. Nummer 1, wir können es den Erwachsenen beibringen, wie sie mit Kindern arbeiten können. Da sind wir die Einzigen. Und das ist die Zukunft, weil wir können nicht alle Kinder selbst erreichen. Das ist unmöglich. Wir brauchen Erwachsene, die das in 4 Tagen lernen dürfen. Ob sie es schaffen oder nicht, das ist wurscht. Sie können dann die Kinder aktivieren. Und zweitens, wir arbeiten auch mit Lebensthemen, also Lebenscoachingsthema. Das heißt, jede Einheit mit dem Kind erfahren die Eltern, was für ein Thema haben wir denn besprochen in dieser Einheit? Wie sieht das Kind dieses Thema und wie kann ich es besser unterstützen? Und das ist überhaupt die Zukunft. Absolut. Das ist auch im Sinne der Evolution. Wir sind angetreten, einen Impuls zu setzen. Das tun wir jetzt zum 3. Mal. Wir haben rückblickend, darf ich sagen, die erste und die zweite Versammlung, die wir dort hatten, die hatte ihre Qualität für sich, aber ich glaube, dass wir diesmal dann nochmal, gerade über dein Thema, nochmal eine Bereicherung dazu kriegen, die wirklich auch in die Zukunft strahlen wird, weil es eben die Kleinen sind. Ich bin auch mittlerweile der Meinung, egal was da draußen gerade abgeht, wir sind nicht die Gestalter der neuen Welt, das sind wir nicht. Wir ebnen nur den Weg und das ist das, wo ich mich auch drin sehe, ja, dass wir den Weg freimachen, dass solche Energien, so ein Wissen transportiert werden kann. Herr Ela, nochmal meinen recht herzlichen Dank. Ich freue mich ganz arg auf den 14.04., dich endlich mal live zu sehen, dir ja, die Hand zu schütteln, dich in den Arm zu nehmen, wenn ich darf. Mache ich das, ja? Natürlich. So, dann sind wir schon durch zum Abschluss. Was wünscht ihr euch für dieses Wochenende? Jeder noch so einen Satz? Armin? Viel Lachen und viel Freude. Nochmal? Viel Lachen und viel Freude. Ja, was sonst? Lebensfreude. Genau. Lebensfreude leben. Astrid? Staunende Augen über das eigene Leben. Wunderbar. Oliver. Ja, ich möchte noch einen Satz sagen. Und zwar die Verbindung auch zu der Erwachsenenvolition. Wir spielen ja mit den Kindern und die Kinder spielen aber auch mit den Eltern und mit den Erwachsenen. Und dann möchte ich noch einen Satz zu sagen, wie wichtig unsere urdeutsche Sprache ist. Ich weiß, was Nancy vortragen wird diesmal. Die hat ja auch die Sprache vorher gemacht. Aber das, was diesmal kommt, das wird so ein Augenöffner. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Und kommt daher, hört es euch an. Mara? In Bezug zueinander und Herzlichkeit. Daila? Begeisterung. Wortwörtlich. Wortwörtlich. Das habe ich verstanden. Und ich wünsche mir ein Fließen, ein sich fügen im Sinne dessen, was wir da erreichen wollen. Wenn es um eine neue Zeit geht, dann ist das
wieder ein Impuls, der uns dieser Geschichte etwas näher bringt. Von daher, danke, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Wir sehen uns am 14.04. in Kirchheim Seepark Bad Hersfeld. Die Tore gehen um 14 Uhr auf. Wie passend. Macht's gut. Ciao.